der nordischen Mythologie sind die Walküren Kriegerjungfrauen, die für Odin, den Meister der Götter, kämpften. Die Walküren hatten Rüstungen, sie flogen, sie führten Schlachten, sie verteilten den Tod unter den Kriegern und sie brachten Seelen in den großen Palast von Oda. Diese Heldinnen sollen an der Zeit von Odin kämpfen, wenn der Ragnarok kommt. Sigmund wurde von seinen Feinden verfolgt und Sieglinde, seine Schwester und ihre Ehemann Unding hießen ihn in ihrem Haus willkommen. Bruder und Schwester werden mit einer verbotenen Liebe genommen. Sigmund muss gegen Unding kämpfen. Fricka, Unterin der Eöget, befahl dem Gott Wotan, ihrem Vater, seine Töchter Walküre Brunhilde zum Kampf zu schicken. Sie sollte Unding bevorzugen und Sigmund schützen. Am Ende beschütze Brunhilde Sigmund. Wotan musste ihn selbst eliminieren. Die Walküre dem Befehl seines Vaters nicht gehorchte, beraubte Wotan in seiner Göttlichkeit, zürzte ihn in einen tiefen Schlaf und umgab ihn mit einer Flammenwand. Nur ein Elde mit viel Mut kann diese Mauer überqueren.